Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Annikas Entdeckerkiste. Heute aus und über die Stadt Öhringen. Und ja, es gab hier die ersten Besiedlungsspuren nachweislich aus der Römerzeit. Hier gab es damals zwei Kastelle, von denen aber, soweit ich weiß, nichts mehr zu sehen ist. Falls dem doch so ist, lasst es mich gerne wissen. Was das angeht, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Und die Stadt wurde erstmals 1037, also 1037, als Öhringove erwähnt in einem Stiftungsbrief von dem Chorherrenstift. Und genau, die Kirche seht ihr hinter mir, die Stiftskirche. Ja, und alles andere über die Stadt erzähle ich euch dann im Verlauf des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Falls ihr dabei bleibt, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, der Marktplatz ist das Herzstück der Stadt. Hier findet ihr zum Beispiel das Öhringer Schloss. Von diesem Schloss wurde 1611 bis 1616 der sogenannte Langebau erbaut. Das ist der älteste Teil also vom Schloss. Und der wurde anstelle von den Chorherrenhäusern erbaut. Und es war auch ursprünglich als Witwensitz gedacht, das Schloss. 1681 bis 83 wurde dann der Marstallbau hinzugefügt. Dort hatten 30 Pferde Platz. Und seit 1961 ist das Schloss im Besitz der Stadt. Und da ist jetzt die Stadtverwaltung, also das Rathaus, drin. Und hier seht ihr noch so einen Seitenanbau vom Rathaus. Und ja, auch auf dem Marktplatz findet ihr die Stiftskirche St. Peter und Paul. Diese Kirche ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde 1454 bis 1497 erbaut. Und ursprünglich stand hier wohl eine Holzkapelle oder eine Holzkirche, die dann 1037 in den Chorherrenstift umgewandelt wurde. Seit entweder 1803 oder 1806 ist sie im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Und hier vorne der Turm, das ist der sogenannte Blasturm. Hier hat früher der Türmer seinen Dienst verrichtet. Ab 1521, da fand man die älteste Erwähnung eines Türmers. Bis 1902, da starb dann der letzte Türmer. Sein Job war es, die Zeit anzublasen, bis dann die Uhr in den Turm eingebaut war. Und wenn es irgendwo in der Stadt brannte, dann musste er die Feuerglocke betätigen. Man hat auch von diesem Umgang, den ihr hier oben am Turm seht, hatte man eine Sicht auf alle Türme der Stadtmauer. Und ja, aus dem Türmer wurde dann irgendwann der Stadtmusikus. Und zusammen mit seinen Gesellen wurde er dann auch bei bestimmten Anlässen für die Musik beauftragt. Und so entwickelte sich über Jahrhunderte die Stadtkapelle Öhringen. Und der Dirigent ist wohl bis heute noch der Angestellte der Stadt. Hier seht ihr jetzt das Wappen über dem Eingang des Prädikaturhauses. Das wurde 1735 erbaut. Das war Pfarrhaus, steht unter Denkmalschutz und ist heute das Eigentum der evangelischen Kirche. Hier seht ihr jetzt das alte Rathaus von Öhringen. Das wurde 1504 erbaut anstelle eines Vorgängerbaus, welcher abgebrannt war. Und bis 1979 saß hier der Rat und die Stadtverwaltung. Seit 1994 ist die Stadtbücherei hier Insasse sozusagen. Und früher war hier eine große Kaufhalle im Erdgeschoss. Thank you.
zeige ich euch jetzt ein paar Bilder vom Hofgarten. Der gehörte ursprünglich zum Öhringer Schloss. Dieser wurde ab 1713 als Park im französischen Stil angelegt und um 1800 wurde er dann umgestaltet im Stil eines englischen Gartens. Und dort hinten das gelbe Haus, das ist das Bürgerhaus, das war das ehemalige Hoftheater. Nachfolgend kommen jetzt Bilder von dem Spital Öhringen. Das wurde am 18. Juli 1353 von Anna von Hohenlohe gegründet. Das sollte arme, kranke und heimatlose Menschen aufnehmen. Der ursprüngliche Standort ist nicht mehr so richtig bekannt. Es war damals ein bedeutender Grundbesitz und eine sehr, sehr wichtige soziale Einrichtung der Stadt. Die Stiftung besteht auch weiterhin. Und hier seht ihr jetzt die Spitalkirche St. Anna und Elisabeth. Diese wurde 1376 geweiht. Sie diente erst den Pfründern, also den Einwohnern des Spitals sozusagen. Den Pfründern zum Gottesdienst diente diese Kirche. Und seit 1940 ist sie eine katholische Pfarrkirche. Sie wurde halt von der katholischen Kirche gekauft. Und heute ist aber die evangelische Kirche die Besitzerin.